Einen schönen guten Abend. Es ist wieder Sonntagabend, 19 Uhr, die Stay the Fuck Home Show am 29. März 2020. Toll, dass ihr dabei seid. Toll, dass ihr wieder eintrudelt. Es ist tatsächlich die 15. Show. Unglaublich. Mich würde mal interessieren, wer von euch hat denn alle Sendungen, alle Shows gesehen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Und welche hat euch am besten gefallen? Das würde mich auch tatsächlich sehr interessieren. Welcher Gast fandet ihr am spannendsten? Kann man ja vielleicht gleich mal noch drauf eingehen. Hallo, hallo. So, da trudeln doch. Ach, guck, Hawaii ist auch wieder anwesend. Wir haben übrigens gestern die tolle, weil unsere Kenner der Show wissen, wir haben zwei Freundinnen, die waren auf Hawaii. Und ich habe ja auch eine Live-Schalte sogar nach Hawaii gemacht. Und jetzt sind sie wieder hier, bleiben aber brav zu Hause. Und mein Mann hatte die Idee, er hat gestern für die Mädels gekocht, ist dann bei ihnen vorbeigefahren, hat ihnen das Essen vor die Tür gestellt, ist dann wieder nach Hause geradelt. Und dann haben wir alle zu Hause eine Skype-Konferenz gemacht und haben quasi zusammen gegessen, ohne zusammen zu sein. Kann ich nur empfehlen. War wirklich eine schöne Sache. Hat richtig Spaß gemacht. So, jetzt läuft ja gerade auch noch die letzte Folge der Lindenstraße, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ja, das würde mich mal interessieren. Gut, wenn ihr jetzt hier seid, sind wahrscheinlich nicht so die riesen Lindenstraßen-Fans gerade. Aber guckt ihr die Lindenstraße? Habt ihr die Lindenstraße geguckt? Und wie ist das für euch, wenn sie jetzt aufhört? Es ist, weil ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so der Mega-Lindenstraßen-Fan, aber ich habe sie früher geguckt, tatsächlich. Irgendwann ist meine Mutter auf den Trichter gekommen, Lindenstraße zu gucken. Da war ich noch irgendwie Teenager und in dem Moment wurden gerade sämtliche Folgen der Lindenstraße im bayerischen Fernsehen wiederholt. Und zwar jeden Tag eine. Und da saßen meine Mutter und ich wirklich jeden Nachmittag und haben irgendwie eine Folge der Lindenstraße geguckt. Und ich kannte wirklich, also ich wusste alles tatsächlich, war voll drin im Thema. Und naja, irgendwann bin ich dann ausgezogen, bin nach München gezogen und dann habe ich das so ein bisschen verloren. Also ich bin dann irgendwie nicht mehr auf die Idee gekommen, Lindenstraße zu gucken. Hier schreibt schon jemand, die gibt's noch, dachte, die sei schon seit Jahren vorbei. Na, jetzt nicht mehr, also jetzt gibt's sie nicht mehr, aber meine war die beste, schreibt Roberto Capitoni. Ach, da geht's um die Folgen, die ich mitgemacht habe. So, hier schreibt jemand, ich schalte immer um 19 Uhr ein, die Folge mit Maxi Stettenbauer war am besten. Ja, Maxi ist natürlich auch echt eine Granate, ne? Muss man zugeben. Alle Folgen gibt's noch bei YouTube übrigens. Aber schreibt mir doch mal rein, was euch die Lindenstraße bedeutet hat, was sie euch immer noch bedeutet und ob ihr sie vermissen werdet. Es ist ja doch, es ist eine Institution. Ich finde es nur so lustig, weil ich habe dann jedes Jahr einmal irgendwie reingeguckt quasi und dachte mir nur so, oh, der ist aber auseinandergegangen. oder och, der lebt auch noch, naja. Und jetzt gerade habe ich wirklich nochmal auf die Homepage der Lindenstraße geguckt und ich kannte keinen einzigen Menschen mehr da drin. Also das war, wie gesagt, ich bin offensichtlich sehr weit raus. Ich habe heute gar nicht so rasend viel vorbereitet. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es doch mal rein. Ich gucke einfach mal, ich gucke schon mal in die Kommentare rein. Hier schreibt jemand, ich konnte bisher keine, oh Gott, ich konnte bisher von der Stay the Fuck Home Show noch keine gucken. Keine Folge, offensichtlich. Ist nicht schlimm. Jetzt bist du ja dabei, ist ja super. Guck, Hawaii schreibt, das war so lecker. Sage ich doch. Was haben wir hier noch? Wer schreibt denn noch alles? Was wollt ihr denn wissen? Roberto Capitoni guckt wieder zu. Ja, hier schreibt auch noch jemand Lindenstraße. Die gibt's noch. Wie gesagt, letzte Folge. Lindenstraße, nie meins gewesen. Hier schreibt noch jemand, die Folge mit den Spieletipps war besonders toll. Ja, Christian Schultelo, meine Damen und Herren. Biberbande, sage ich nur. Biberbande. Das war natürlich ein totaler Knaller. Auch die Folge gibt's übrigens noch bei YouTube. Könnt ihr da sehr gerne noch nachgucken. Ich freue mich ja immer wirklich sehr, weil wahnsinnig viel Feedback von euch kommt. Bitte macht das weiter. Schreibt mir in die Kommentare bei Facebook oder schreibt mir hier bei Instagram eine Nachricht oder schickt mir eine Mail an info@markusbart.de. Ich versuche das wirklich alles zu lesen. Ich hatte ja in einer Folge zum Beispiel gesagt, dass ich nicht so der Wahnsinnsfan von französischem Humor bin. Also ich liebe alles, was mit Frankreich zu tun hat. Aber französischer Humor ist, da bin ich komplett raus. Das ist absolut nicht mein Ding. Willkommen bei den Sties, völlig rätselhaft. Und ja, auch ziemlich beste Freunde, nicht mein Ding. Egal, jedenfalls hat mir jemand geschrieben, tausend Dank für deine Show, hab gehört, dass du französischen Humor schwierig findest. Das ist nett ausgedrückt. Falls du aber Zeit hast, schau dir mal, ja, jetzt weiß ich nicht, wie man ausspricht, Gad Elmaleh an. Gad Elmaleh, würde ich sagen. Er tritt auf Französisch und mittlerweile auch auf Englisch auf. Super sind seine Beiträge zu Le Blanc, La Sortie de Décolle oder das hier. Da war ein Link dran, den setze ich euch vielleicht auch mal rein. Das war ein Klavier-Comedian, würde ich sagen, der wirklich
sehr lustige Sachen gemacht hat, muss ich sagen. Er hat in dem Stück, das ich gesehen habe, hat er nachgemacht, wie Jazzpianisten aussehen, wenn sie Klavier spielen. Muss ich sagen, sehr, sehr treffend und sehr lustig tatsächlich. Vielleicht, hier schreibt jemand, wie sieht es mit englischem Humor aus? Ja, Weltklasse, natürlich, was soll ich sagen? Englischer Humor, Eddie Izzard ist mein absoluter Lieblingscomedian weltweit, würde ich sagen. Und wir haben ja auch drüber gesprochen mit Christian Schulte-Lohr. Ich versuche immer, also jetzt nicht Englisch, aber britisch, ich versuche einmal im Jahr immer zum Fringe Festival nach Edinburgh zu gehen, wo einen Monat lang wirklich die ganze Stadt Kopf steht und an allen Ecken und Enden nur Comedy ist und Auftritte und so weiter, finde ich total super. Und deswegen englischer Humor oder britischer Humor, genau meine Welt. So, hier schreibt jemand, Frau Link, Kölner Treff mit Ihnen ist immer erste Sahne. Absolut, einfach fantastisch, genau wie das MoMA. Sage ich doch deswegen gleich in der Show, Susan Link, ich freue mich jetzt schon sehr drauf. Dann wollte ich euch noch was empfehlen. Und zwar war ich vor einigen Wochen bei den Jungs von Ausgang Podcast. Das sind zwei Jungs, die machen einen wirklich sehr interessanten, sehr informativen Podcast. Und sie haben da so ein Unterformat, das heißt die bunte Stunde. Und da hatten sie mich eingeladen und wir haben, ich glaube, wirklich eine Stunde fröhlich vor uns hingequatscht über alles eigentlich. Also über echt Gott und die Welt und die Comedy und schwule Comedy oder nicht schwule Comedy und auch warum Bayern das schwulste Bundesland der Welt ist. Guckt es euch einfach mal an. Ist jetzt auf, ich glaube, ausgangpodcast.de. Ich hänge euch aber den Link auch noch in die Beschreibung bei YouTube mit rein, auf jeden Fall. Ich finde, ich habe es selber auch nochmal durchgehört. Ich fand es echt, also es war einfach ein nettes Gespräch und ich finde, das hat sich auch gut vermittelt. Die beiden machen das großartig. Auch alle anderen Folgen ihres Ausgang-Podcasts kann ich euch echt nur ans Herz legen. Ja, hört da doch mal rein. Ausgang-Podcast, die bunte Stunde. Könnt ihr mal, wenn ihr mich noch nicht genug habt labern hören, dann wäre das doch mal eine Idee. So, hier schreibt jemand, Monsieur Claude ist grauenhaft. Dankeschön. Ich habe, oh Gott, ich habe in die Auslegware gebissen bei diesem Film. Ganz ehrlich, hat mir auch wieder eine Freundin empfohlen und ich dachte schon, nein, französische Komödien, ich weiß doch, wie das ausgeht. So. Und dann bin ich reingegangen, oder ich glaube, ich habe bei iTunes geguckt und so. Und dachte mir, wieder genau mein selbes Problem. Ich fand es einfach nur albern. Ich fand es total albern. Den zweiten Teil habe ich dann im Kino geguckt. Da war ich dann komplett raus. Ich fand Monsieur Claude doof. So, ich sehe schon, das kommt sehr gut an bei euch. Was? 1000 Ausrufezeichen? Ja, genau, Monsieur Claude. Es tut mir leid. Ich muss es einfach sagen, wie es ist. So, schöne Grüße vom Krankenhausradio Attendorn. Ach Mensch, zurück. Das war ja einer meiner letzten Auftritte vor der Corona-Pause. Bin ich in Attendorn aufgetreten und da haben mich die Jungs vom Krankenhausradio interviewt. Das war auch sehr nett. Vielen Dank, schöne Grüße an euch. Bleibt gesund. Es gibt einen französischen Schauspieler, der ist ein Doppelgänger von Dustin Hoffman. Na, das würde mich jetzt natürlich interessieren, wer das sein soll. Vielleicht hast du auch noch einen Namen. Den würden wir doch noch glatt mal googeln. So, hier schreibt, ach, guck, die Frau von Roberto Capitoni, der ja auch in meiner Sendung war, zusammen mit Tané, glaube ich. Was echt eine, aber ich habe viele Lieblingsfolgen, aber das war auch wirklich eine meiner Lieblingsfolgen. Roberto Capitoni schreibt, die Frau von Herrn Capitoni schreibt, 19 Uhr, jetzt immer unser Highlight des Tages. Oh, danke schön, Nicolin. Das ist ganz süß. Freue ich mich. So, naja, wir sind ja tolerant. Das freut mich. Das ist doch gut. Oh, hier schreibt jemand, kann man deine Nummer mit dem Chamäleon irgendwo online sehen? Das ist eine gute Frage. Das muss ich kurz erklären. Wirklich einer meiner allerersten Auftritte auf einer Bühne war bei Nightwash. Und ich habe über Spider-Man gesprochen. Und ich habe gesagt, dass ich Spider-Man-Filme irgendwie komisch finde, weil sie haben einfach einen biologischen Fehler, denn Spinnen schießen ihre Netze nicht aus dem Arm. So, und meine Theorie war halt, wenn das biologisch korrekt wäre, wären die Filme wahrscheinlich nicht so ein großer Erfolg geworden. Und zu der Zeit sollte ein neuer Spider-Man rauskommen, wo angeblich das Chamäleon der Gegner wäre. Und ich fand einfach das Chamäleon, fand ich so ein bisschen einen laschen Gegner irgendwie so. Oh, Spider-Man fange ich. Warum? Weil ich die Farbe wechsle. So. Schau ja, blau, grün, blau, grün, blau. Und da habe ich eine Nummer draus gemacht für Nightwatch. Das war wirklich das war, glaube ich, mein allererster Fernsehauftritt mit Stand-Up. Ob es die Nummer noch irgendwo gibt, ich glaube, irgendwann habe ich sie nochmal gefunden. Guckt doch einfach mal. Markus Barth, Spider-Man, Chamäleon, müsste man wahrscheinlich irgendwas finden. So, Stay the Fuck Home Show auf DVD. Nein, es meckern ja immer noch Leute, weil das halt hochkant ist. So, wo ich halt sage, Freunde, es ist halt einfach eine Instagram-Show.
beruhigt euch. Es ist, wir bereiten das ja immer so, also nicht ich, aber der Steff, der mir da wahnsinnig hilft, bereitet das immer wunderschön auf für YouTube. Aber natürlich sind die Sachen dann übereinander, weil es halt so ist. Beruhigt euch. So, was habe ich noch? Ah ja, ein großes Thema immer noch für sehr viele ist das Thema Hefe. Ich hab ja gesagt, Frischhefe bekommen ist ja schwierig, wissen wir. Jetzt haben mir sehr viele Leute Methoden geschickt, wie man Hefe selber herstellen kann. Herzlichen Dank, ich brauche im Moment keine. Aber es ist spannend, weil sowas lernt man dann auf einmal. Zum Beispiel habe ich gesehen, man kann irgendwie Datteln in Wasser einlegen und getrocknete Aprikosen in Wasser einlegen. Und jetzt habe ich heute was gesehen, eine karibische Kartoffel, meine Damen. Eine geriebene Kartoffel mit Bier und Zucker ansetzen und dann wird da Hefe draus. Das war irgendwie bei WDR 4. Hänge ich euch nochmal einen Link rein. Hat das denn schon mal jemand ausprobiert? Das würde mich doch mal sehr interessieren. So, dann würde ich euch noch gerne was empfehlen. Und zwar, wer mich kennt und wer vielleicht in Hamburg wohnt, weiß, ich liebe das Schmidt-Theater. Ich trete wahnsinnig gerne da auf. Ich habe da jetzt zweimal mein Solo gespielt. Es war immer ein Megaspaß. Und die müssen natürlich auch gerade pausieren, das Schmidt-Theater. Und da gibt es ja das Schmidt-Theater, da gibt es das Tivoli und dann gibt es das Schmidtchen. Und die hatten da jetzt eine sehr gute Idee, wie ich finde. Und zwar machen sie Schmidt-Flix. Ich glaube, jeden Tag nach der Tagesshow machen sie einfach eine ein bisschen improvisierte, ein bisschen vorbereitete Show aus dem Schmidtchen. Wirklich sehr, sehr lustig ist und kann ich euch nur empfehlen. Sie haben zum Beispiel kürzlich jetzt ein Geburtstagslied für alle, die keinen Geburtstag haben, gesungen. Da war ich dann auch auf einmal mit drin, habe ich auch nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Sehr lustig, sehr nette Menschen, Schmidt-Theater, ganz viel Liebe an euch und haltet durch und ich freue mich schon aufs nächste Mal in Hamburg. Und dann bis dahin gucken wir alle Schmidt-Flix. So, jetzt würde ich aber sagen, machen wir gar nicht lang rum, denn ich habe ja heute wieder einen ganz zauberhaften Gast. Das letzte Mal saß ich bei ihr in der Show quasi. Jetzt, guck mal, nee, das ist. jetzt habe ich euch mal kurz die andere Seite meines Zimmers gezeigt. Das war gar nicht mein Ziel. Ich wollte eigentlich meinen Gast dazu nehmen, denn ich hoffe, wartet schon irgendwo Susan Link auf mich. Bisschen Musik. Ist das eine Auftrittsmusik oder was? Hast du Kühe eingeblendet, um auf mich überzuleiten? Ich habe tatsächlich. Soll ich nochmal? Ich hoffe, ich kriege es auch wieder zurück. Achtung, ja, ich habe nämlich vor meinem. Ah, ne, muss ich hier so. Ich habe nämlich vor meinem. Also, ich gucke die ganze Zeit auf eine Kuhwiese quasi. Das ist meine Deko hier in meinem Arbeitszimmer. Und da habe ich gerade aus Versehen gedreht. Du hast die Kamera gedreht. Ich habe gerade mal aus Versehen gedreht, tatsächlich. Aber du hast ja, das muss ich ja die ganze Woche schon loben, du hast ja diesen Look hinter dir, den normalerweise nur Experten haben, wenn sie als Wissenschaftler für die Tagesschau befragt werden. Das Bücherregal im Hintergrund. Sehr wichtig, ja. Eigentlich auch gerne mal so Peter Sloterdijk oder irgendwie sowas, ja. Weißt du, so dass dann so, ja, in meiner philosophischen Abhandlung von bla bla bla. Das ist ja genau meine Welt, so bin ich. Ja, ja, genau. So, hallo. Susan, toll. Wie schön, dass du hier bist. Geht's dir gut? Ja, noch. Ich bin du ganz glücklich. Aus wie das blühende Leben tatsächlich. Das liegt nur an der sensationellen Beleuchtung. Ich habe auch hier Schreibtischlappen, sind groß im Kommen, glaube ich. Ja, mit den Filtern ist es live ja schlecht, deswegen muss man sehr viel mit Licht arbeiten. So, tatsächlich. Halte ich dich denn von irgendwas ab? Habt ihr gerade wieder MoMA-Woche ab morgen oder hast du noch Wir frei? Hätten, ja, wir hätten, also wir haben MoMA-Woche. Ich bin nicht dran. Okay. Und Anna ist dran in dieser Woche und deswegen, also sonst könnten wir jetzt gar nicht sprechen, weil ich sonst tatsächlich dann im Bett wäre. Wärst du im Bett wahrscheinlich, nehme ich an, ja. Würde genau. Jetzt, nee, genau. Schon ein bisschen bin ich ja froh, dass das jetzt geklappt hat. Wer dich nicht kennt, MoMA-Moderatorin, Kölner Treff-Moderatorin, habe ich noch was vergessen? Hilf mir, ich weiß es nicht. Nein. Das ist momentan dein Hauptgeschäft. Manchmal Insta-Gästin. Manchmal Insta-Gästin, genau. Du hast auch kürzlich mal, bist du mal für Frank Plasberg eingesprochen, hast halt aber Pferd zwischenmoderiert quasi, weil er auch krank war tatsächlich so. Mhm. Also eine der versiertesten und natürlich tollsten Moderatorinnen, die wir haben hier in Deutschland. Ach, ist doch so. Das letzte Mal saß ich bei dir quasi auf der Couch, war im Kölner Treff. Das war sehr nett. So, und diesmal bist du dran. Ja. Ist total schön. Ich freue mich, was du für Fragen vorbereitet hast, weil ich muss ja sonst nie irgendwelche beantworten. Ja, das ist gut. Kannst du mal sehen. Ich habe tatsächlich ein paar Fragen beantwortet, weil, ich weiß nicht, du hast ja die Sendung auch ein bisschen mitverfolgt, habe ich immer mal wieder so zwischendrin gesehen. Hast du auch die Sache gesehen mit den DDR-Comics? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich weiß ja, dass du in Thüringen geboren bist, das ist richtig. Ja. Ja. Hast du denn Comics gelesen in der DDR? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Weil ich Ich habe hier überlege ganz viel gelernt, gerade. nämlich mit die Aberfaxe oder so ähnlich hieß das. Und hast du das? Warst du Stimmt. da auch mit drin? Mosaik gab es wohl ein Heftchen. Mosaik gab es, Das hatte ich hast du aber gehabt. nicht. Nee, ich hatte es Ah. nicht. Durftest du nicht oder war es zu teuer oder war Du es weißt doch, Mangel? wir hatten nichts. Ja, Wir hatten noch niemand nicht hatte mal das, was irgendwas man hatte. offensichtlich früher. Wir hatten auch nichts, so ganz ehrlich. Mein Catcar wurde ja in die DDR geschickt, weißt du, damit die Leute. Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Mit einem Plötzlich war mein Vespa Catcar drin? weg, du. Ich hatte so einen Hals auf dem Osten, das kann ich dir sagen. Wir, wenn wir Westpakete bekommen haben, das war relativ selten und es war wenig drin, dann war meistens aber Kaugummi drin. Und wir waren Kaugummi, so ja. sparsam, dass meine Mama das Kaugummi immer auf den Schlafzimmerschrank gelegt hat. Und man durfte nur ab und zu eins nehmen. Und ich habe erfahren zu dieser Zeit, wie sich Wrigley's Spearmint entwickelt, wenn man ihn mehrere Monate auf einem Schrank liegen lässt. Es war sehr schlimm. Aber es war dann, also man hat den dann genommen, zweimal gekaut und dann wieder auf den Schrank gelegt, oder? Nein, den haben wir dann schon. Du, aber ohne Quatsch, als ich hier im Westen zum ersten Mal in die Schule gegangen bin, habe ich ja kennengelernt, dass man Sachen mit Edding geschmiert oder dass plötzlich Kaugummi unter dem Tisch geklebt haben. Und dann habe ich gedacht, das kann man doch nicht machen. Die sind doch so teuer. Wie kann man Die denn, Kaugummis. wie kann man die unter Du hast sie einen schön Tisch legen? abgesammelt dann alle noch. Ich Wie hatte kommst du tatsächlich, ich hatte darauf? einen Brieffreund, auch in Thüringen, also wir hatten Freunde in Sonneberg und einen in Gernrode, lustigerweise hatte ich einen Brieffreund. Und dem habe ich auch immer Briefe geschickt und dem habe ich immer Alf-Aufkleber mit reingeklebt. Und dann Oh, habe ich das irgendwie ist im Nachhinein furchtbar. erfahren, dass der einen wirklich florierenden Handel mit Alf-Aufklebern betrieben hat, weiß ich, Ja, in der Schule, klar. weil die Es wohl gab richtig wertvoll waren. ein Herz für Kinder, die Aufkleber aus den 80ern, kennst du ja noch. Ja, Die kenne ich hatte man natürlich. ja bei euch, am Auto. Bei uns wurden die wirklich gehandelt. Es war ganz interessant. Und auch Diese Plastiktüten Aufkleber, heute. das war doch Bildwerbung im Ja, Endeffekt, ist doch oder? Nee. scheißegal. Es war aber aus dem Westen. Ich habe manchmal auch an dem Kleber geschnüffelt, weil ich ihn so. Ich fand ihn so super, das roch so anders. Fand ich Ihr super. hattet ja nichts. Ihr Ja, hattet ja mein nichts. Gott. Das ist Wo das. sind wir denn jetzt gelandet? Wir wollten doch gar Ich nicht weiß das es nicht, wir Thema. kamen über die DDR-Comics, glaube ich, hin. Aber ist egal, Stimmt. das ist ja nicht, da ist ja nicht der Kölner Treff, weißt du. Nein, Wir haben ja alle wir haben Zeit, auch keine wir Vorgaben. haben Wir ja. können doch machen, was wir wollen. Gibt ja kein Konzept, wir können machen, was wir wollen. Sag mal, was ich aber schon gerne wissen wollte, ich habe jetzt gesehen, ihr habt ja wieder eine Folge vom Kölner Treff aufgezeichnet. Die lief am Freitag, die ist auch noch online zu sehen. Ich habe heute nämlich auch noch reingeguckt. Aber das war ja schon unter speziellen Bedingungen. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie das abgelaufen ist? Also wir haben jetzt die dritte Sendung inzwischen ohne Publikum gemacht. Ja. Also völlig in Ordnung. Es ist aber Ja. ganz interessant, wie sich das so von Woche zu Woche natürlich entwickelt. Wir haben den Abstand, jetzt die zweite Sendung, so gehabt, dass wir keinen Kreis mehr bilden, sondern wirklich draußen Die saßen Podest. so Also dass man, versetzt teilweise irgendwie, genau, dass ja. man wirklich mindestens 1,50 Meter hat. Und das Studio ist komplett abgespeckt. Also wir haben uns das natürlich total überlegt, kann man das machen, darf man das machen? Und haben wirklich uns beraten mit Sicherheitsstandards und Hygiene. Und es ist so, dass wir haben keine Kabelträger mehr, also die Kameras. Also wir haben auch schon gesagt, mein Gott, wenn Nutzen mal durch die einer Gegend. stolpert, Wahrscheinlich, ja. Hat ja dann einen ist Sinn, es warum so. da Kabelträger sind, ne? Eigentlich ja. Also man merkt dann schon, dass jede Position durchaus sinnvoll besetzt ist, aber es ist alles ganz reduziert. In der Regie sitzen noch zwei Leute ganz weit auseinander, wo natürlich sonst ganz viele Menschen sitzen, die Ja. Knöpfe drücken, und wir haben alles runtergefahren, soweit es geht, und versuchen aber, weil man kann das natürlich so und so sehen, aber wir versuchen halt, da so ein bisschen Normalität Ja. reinzubringen. Also Ja, es es ist ja ist auch. nicht einfach, aber. Nee, aber ich habe es gerade schon gemerkt, ich habe reingeguckt und ja, natürlich habt ihr auch über Corona gesprochen, aber ihr habt ja auch über andere Sachen noch Ja. gesprochen. Und mir persönlich geht es ja so, man ist ja fast froh, wenn es mal um was anderes geht im Moment. Also das ist ja, und ich glaube, das geht den Leuten auch so. Ich glaube, beim Kölner Treff geht das ja noch, aber wenn du MoMA machst, habt ihr da momentan irgendwelche anderen Themen als Corona? Nein, und ich kann mich, also ich hatte das letzte Mal vor 2 Wochen, und Ja. jeder, wenn man drüber nachdenkt und sich nochmal von vor 2 Wochen hinfühlt, das war was, nochmal eine ganz andere Corona-Welt. Ja, Und stimmt, absolut. ich erinnere mich, dass wir damals auch überlegt hatten, kann man auch mal noch einen Spaß zeigen. Also Ja. damals kamen so die, ich meine, das ist ja jetzt alles schon total old, aber damals kamen die Videos auf, was Leute zu Hause an Sport treiben und diese Ja. ganzen lustigen Sachen. Und natürlich haben wir gesagt, das müssen wir auch mal zeigen dürfen und man muss auch mal lachen dürfen. Und deswegen finde ich auch, ne, solche Sachen, was du machst und was ganz viele Kollegen auch machen, der Humor muss weitergehen. Also wenn man nicht mehr auf der Bühne gucken kann oder so, irgendwo muss man noch lachen, sonst hält man es auch nicht aus. Und das haben wir dann da auch gemacht. Das war aber auch noch eine Zeit, da haben wir uns echt einen Zollstock genommen, um uns mal klarzumachen,
Was sind eigentlich 1,50 Meter? Das ist übrigens verdammt viel, wenn man es mal ausmisst. Ist es tatsächlich, ja. Wissen die wenigsten Menschen, vor allem auch nicht so auf der Straße, die einem entgegenkommen. Überhaupt nicht. Und dann haben wir Glück gehabt, dass wir im MoMA tatsächlich ein Sofa haben, wo wir dann so Loriot-artig links und rechts kann man sehr weit auseinandersitzen. An den Ecken saßen. Und das ziehen wir jetzt aber auch durch. Und naja, wenn wir ehrlich sind, das geht alles so lange die Crew durchhalten. Ne? Also es ist jetzt auch ein Kölner Treff. Es ist gar nicht so, dass die Leute sagen, aber Mensch, dass noch Gäste kommen und so. Das ist eigentlich immer gar nicht so das Thema, weil viele Menschen möchten raus, möchten auch was erzählen. Aber das Problem ist natürlich, wenn eine Mannschaft irgendwie, wenn du einen Corona-Fall hast oder sowas, dann kommen wir natürlich alle in die Bredouille. Da haben wir bisher Glück gehabt. Und solange versuchen wir zu senden, solange es geht und Normalität irgendwie zu haben. Aber ich musste gerade schon lachen, als ich jetzt hier dir so zugeguckt habe, dann geht immer hat Live-Video gestartet. Ja, es ist viel los gerade. Wie so ein Fernsehprogramm, ne? Alle versuchen irgendwo was zu machen und vor allen Dingen irgendwie, glaube ich, was zu tun zu haben, was Spaß macht. Ne? Manchmal versucht auch Fernsehen Live-Video, was dann so halb funktioniert. Ich mache schnell das passende Emoji. Ja, genau. Das ist genau richtig, glaube ich. Aber was ich ganz spannend finde, hier hat gerade zum Beispiel jemand, durchfisseln. Hier hat gerade jemand gefragt, wie läuft das denn mit der Maske? Das würde mich jetzt auch mal tatsächlich interessieren, weil ich meine, die muss ja auch geschützt. Also ich weiß vom WDR aus Erfahrung, da ist ja Arbeitsrecht und Gesundheit und so weiter ist zu Recht ein sehr großes Thema. Das heißt, ich bin sicher, ihr habt euch das sehr gut überlegt, wie das funktioniert, oder mit einer Maske? Ja, also es gibt verschiedene Sachen. Also es gibt zum einen die Möglichkeit, dass eine Maske dabei steht und du quasi auf Anweisung die schminkst. Ja. Weil das klingt jetzt immer so einfach, aber sich fürs Fernsehen und vor allem fürs HD-Fernsehen zu schminken, das ist gar nicht so einfach. Wenn man die Hölle, du siehst ja jedes Grübchen, du siehst ja jede Pore mittlerweile. Im Zweifelsfall siehst du aus wie Donald Trump oder so, wenn du dich ein bisschen zu viel geschminkt hast. Mit den weißen Augenringen. Ich würde ehrlich gesagt so aussehen. Also du kannst auf Anweisung oder wir haben tatsächlich, also sie sind wirklich gut ausgestattet, sie haben Mundschutz, Handschuhe und dann wird es so gemacht. Ne? Also das ist, natürlich kann man immer sagen, es ist für alle, die zur Arbeit gehen, aber auch egal wohin, du hast immer so einen kleinen Risikobereich. Aber das ist schon so, dass, also wir haben auch zum Glück ausreichend Desinfektionsmittel und so weiter, auch für alle Kollegen, können gut Abstand halten. Es gibt auch nichts mehr zu essen, keine Aftershow-Party, also nicht, was man denkt, wir stehen da noch alle groß nach der Sendung zusammen. Das muss man ja sagen, beim Kölner Treff, das ist natürlich, ich war ja einmal da, das ist schon sehr nett. Ne? Da sitzt man anschließend zusammen und isst Würstchen und Kartoffelsalat und freut sich und plaudert. Das fällt ja jetzt alles weg, oder? Ja, es ist auch im Studio verrückt. Es ist ja keiner da. Ja. Irgendwann haben wir gedacht, wenn jemand was gesagt hat, man möchte ja auch mal klatschen. Ja, das ist aber bescheuert. Ja, dann sitzt du in der Runde, dann habe ich schon gesagt, Mensch, das ist auch was für zu Hause. Wenn der Mann was Schlaues am Tisch sagt, warum nicht auch mal klatschen? Hatten wir gestern schon das Thema irgendwie so. Gerade Stand-Up-Comedians haben das ja sehr gerne. Also ich habe meinen Mann auch gut drauf trainiert irgendwie. Ich möchte, wenn ich den Kaffee bringe, möchte ich schon auch ein bisschen Applaus haben. Nein, also das ist schwierig. Und dann ist die Sendung zu Ende. Und normalerweise, also ich weiß nicht, wer schon mal von deinen Zuschauern heute hier in so einer Show war, aber das ist ja am Ende immer, alle machen ein Foto zusammen. Genau. Zuschauer machen noch Fotos. Man hat eine ausgelassene Stimmung. Und dann geht man eben noch zusammen eine halbe Stunde zusammensitzen. Und das ist einfach still im Studio. Danach kommen auch die Tonmenschen sind bei uns natürlich mit Handschuhen und Mundschutz. Das heißt, sofort kommt die Realität wieder ins Studio. Du wirst abgekabelt und alle stehen dann mit 2 Meter auf Abstand und sagen, schön war's, bleib gesund, tschüss. Das ist auch echt traurig, ein bisschen. Ja, es ist bitter, aber so ist es. Man muss es so machen. Es gibt ja zum Glück auch noch andere Sachen als Beruf und Journalismus und sowas. Hunde, lass uns darüber mal reden. Ja, ich weiß ja, dass ihr seit, ja wie lange? Jetzt seit einem Jahr? Nee, schon länger. Fast ein Jahr. Fast ein Jahr auch einen Hund habt. Eine süße kleine Labrador-Dame namens Mila, oder? Sehr gut vorbereitet, genau. Ja. Frag mich doch einfach, der Talkmaster vorm Herrn. Die Mila, wie ist das, wie empfindest du das momentan so mit Hund? Findest du es schwierig oder findest du es eine Bereicherung? Ich finde es total interessant, weil es viele Sozialstudien zulässt. Ja. Also als das losging mit dieser Kontaktsperre, wie es ja in Deutschland heißt, war ja am Anfang, hat man so gedacht, die Leute sitzen so hinterm Fenster und sagen, warum bist du auf der Straße? Aber ganz ehrlich, es war auch so bei uns. Ja, da habe ich immer gedacht, zum Glück, ich habe eine Leine in der Hand. Das wirkt total, ich muss hier raus, sie sehen das. Ne? Ich hatte so, boah, zum Glück habe ich eine Leine. Und dann war ich, letzte Woche hatte ich dann, also wir haben so eine Hundewiese hier um die Ecke, das heißt, das ist ein großer Park, wo natürlich inzwischen
verhältnismäßig viele Leute sind. Der Abstand klappt super, aber klar, da sind nicht nur Hundebesitzer, da sind natürlich Kind und Kegel inzwischen. Sogar Pferde werden da ausgeführt. Ja, Alles, was ich raus muss. kenne. Alles, was raus muss. Und dann habe ich einen Mann getroffen, den ich häufiger auf der Wiese sehe. Und der hatte dann, ja, er hätte jetzt nicht so ein gutes Gefühl, wenn die Mila jetzt mit seinem Hund spielen würde. Da habe ich gesagt, echt? Okay. Ja, warum? Ja, weil es könnte, also er hätte sich jetzt so gedacht, wenn jemand Corona hat, seinen Hund streichelt, der Hund dann mit seinem Hund spielt, also, ne, Ui, der, so, dann geht das über. dann springt es rüber auf den anderen Hund und dann zu ihm. Und dann habe ich gedacht, naja, aber so kann man sich schon Gedanken drüber machen. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Weg wäre, keine Ahnung. Aber ich war so, Ich halte es für, also ich halte es für unwahrscheinlich, aber ich bin kein Mediziner. Ich habe keine Ahnung. Ich Aber habe dann jetzt hat er tatsächlich. weiter, Markus, er hat weitergemacht. Er hat dann mir erzählt, dass er jetzt auch zwei Kühlschränke besitzt. So viel zum Thema Sozialstudie, was man alles lernt. Er hat jetzt zwei Kühlschränke und zwar einen, in den er die Ware legt für 48 Stunden, weil ja dann das meiste weg sein soll. Und den anderen, wo normal. Und da habe ich gedacht, boah, ich bin Jetzt hinten wird es ein dran. bisschen spooky, glaube ich. Also, das ist Aber so. ich habe gedacht, ja, Wahnsinn, was sich manche Leute für den Kopf machen. Und da, so weit bin ich ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe noch einen Kühlschrank, aber Naja, so. so hundertprozentig kann man auch nicht widersprechen, weil ich bin ja auch kein Virologe, du bist auch keiner. Irgendwie, vielleicht hat er ja recht. Genau. Das Lustige ist, vor 2 Wochen hätte ich noch nahezu über alles gelacht, was wir jetzt normal finden und Genau. was einfach Fakt geworden ist. Vielleicht haben wir alle in 2 Wochen zwei Kühlschränke, ich habe keine Ja, Ahnung. und ich meine, die Aber. haben ja, ne, wenn du hörst, 48 Stunden bleibt es da und da drauf und Ja. 76 da und weiß der Schinder. Aber das ist auf jeden Fall, ist mit dem Hund spazieren zu gehen. Du begegnest allen Facetten. Du musst diesen 1,50 Meter Abstand auf Wegen einhalten. Das sieht auch nicht jeder so. Ja, nein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist dann oft so, jetzt geht nicht, so, Ja, ne? es Oder du hast ist. total Freundliche, die sagen, Gott sei Dank, ich treffe Menschen oder so, ne? Ja. Es ist interessant im Moment mit dem Hund. Ja, finde ich auch tatsächlich. Aber andererseits muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist halt so momentan, ich stehe morgens auf, mein Hund freut sich, weil er sich einfach jeden Tag freut, schmeißt sich auf den Rücken und hat Spaß. Und ich habe sofort gute Laune eigentlich. Also deswegen, ich bin wahnsinnig froh, den Hund zu haben. Also Ja, gerade, also sowieso immer, aber jetzt gerade besonders, muss die ich zugeben. wissen halt von nichts, ne? Das ist das Wissen Tolle. von nichts. Ja. Und die machen einfach mit. Also ich habe auch das Gefühl, Mila freut sich auch, dass wir halt viel zu Hause sind. Gut, jetzt hatten wir Wetterglück die ganze Zeit, ne? Dass man ein bisschen Ja, dann klar. auch einfach mit dem Hund mal raus. Aber ich meine, wir können uns eh nicht beschweren. Wir haben einen Garten, ich habe einen Hund, noch sind wir gesund. Interessant wird es ja, ich weiß nicht, wie du das dann machst. Sollten wir beide irgendwo uns das Virus holen, dürfen Dann wir ja nicht mehr raus. muss der Ich Hund habe irgendwie. aber das Gefühl, es gäbe sehr viele Menschen, die mit meinem Hund spazieren gehen würden. Absolut, absolut. Ich hab zum Glück sowieso sehr viele gute Freunde, die gerne mit dem Hund spazieren gehen. Aber gerade im Moment irgendwie würden sich mehrere Leute, glaube ich, alle 10 Finger danach abschlecken, wenn sie den Hund hätten, um einfach mal vor die Tür zu kommen. Also ich glaube, das wird kein Problem. Aber klar, ich meine, wenn einer erkrankt irgendwie, dann müssten wir wahrscheinlich für 2 Wochen den Hund zu einer Freundin geben oder zu einem Freund. Möchte ich gerade nicht unbedingt. Nee, ne? Das macht es einem dann noch so deutlicher, wenn man das mal. Aber gut, wenn es so ist, muss man irgendwie auch eine Lösung finden. Wird Aber man auch finden, so, glaube ich. so ist es Warum eigentlich noch alles gut. eigentlich Mila? Habt ihr den Namen ausgesucht oder war das der Züchter oder die Züchterin? Habe ich noch nie gehört, also für alle, die keinen Hund haben, Ja. ein Wurf hat ja immer einen Buchstaben. Ne? So. Ja, genau. Also dann heißen alle Hunde mit B oder alle mit Genau. K, keine Ahnung. Und das sind immer ganz schreckliche Namen, weil solche Züchter, ich weiß nicht, was die für Ideen haben, da kommen immer so Gertrud und Sigismund und sowas, so heißen die Hunde dann irgendwie. Das ist echt ganz Ja, fürchterlich das immer. Problem war, das war ein Y-Wurf. Das finde ich ganz komisch. Also es ist jetzt nicht so, dass die Hündin schon so viele Würfe hinter sich hatte. Mein Hund heißt Auch. Yacht, übrigens. Genau. Ja, jetzt hieß sie also Jamila mit Y. Und das war mir Jamila, aber okay. ehrlich gesagt zu viel Text. Also das war mir Ja. zu viel. Ich wollte sie jetzt aber auch nicht verwirren, weil die war schon 4 Monate alt, als wir sie gekriegt haben. Und dann haben wir gesagt, komm, ja weg, Mila bleibt. Und sie heißt aber Ja. sowieso meistens Liese, lustigerweise. Sehr Also gut, sehr gut. Man hat ja auch, das man hat ist ja 30 Namen für seinen Hund in der Regel. richtig. Also Bärbel damals war ja mein vorheriger Hund, die hieß eigentlich Sally vom schönen Haus. Und wir haben irgendwie, also wir waren schon die dritten Besitzer und ich habe die nur gesehen und gesagt, bist du keine Sally, du bist eine Bärbel irgendwie. Und damit war das Thema erledigt. Aber sie hieß dann auch irgendwie Dumme Kuh, Plunz, Bärbel Bin Laden war dann auch, wenn sie uns mal wieder die Wohnung zerlegt hat. Also wir hatten alles, aber nur Bärbel war selten. Also.
Bei Bärbel muss ich dazu sagen, meine Mama heißt Bärbel. Das wäre, ich finde es auch sehr cool, den Hund Bärbel zu nennen, aber das hätte bei uns zu Verwerfungen. Das wäre ein bisschen cool. Guck mal, hier schreibt jemand, meine Mutter züchtet Hunde und macht sich wochenlang Gedanken um die Namen, sind aber auch fast immer echt schön. Ja, fast. Manchmal muss man schon auch durch. So, guck mal, hier schreibt auch jemand, finde es toll, dass du auf Insta talks, kannst du mal sehen. Das war für dich natürlich, Susan, nicht für mich. Irgendjemand hat gefragt, was MoMA eigentlich heißt. Morgenmagazin. Entschuldigung, ja. Das wir haben, sind da einfach drüber weggegangen. So, haben wir das. Susan, wenn die Leute dich wieder sehen wollen, wann haben sie das nächste Mal die Chance? Macht ihr weiter Kölner Treff noch? Oder? Die Planung ist so, dass wir am Freitag wieder Kölner Treff machen. Und wir versuchen das auch mit allen Mitteln. Also mit allen Mitteln, die noch mit Gesundheit zu tun haben. Also da hätten wir Lust drauf. Und genau, dann wäre es nächste Woche Freitag wieder WDR Fernsehen, 22 Uhr. Darf man schon sagen, wer als Gast ist, oder ist das noch geheim? Würde ich jetzt ungern, weil dann müsste man, wenn Leute absagen müssen, würde man dann auch wieder sagen müssen, ach Gott, jetzt konnten die nicht. Und dann, man weiß immer nicht, ob jeder das so möchte. Dann lasst euch einfach überraschen. Nächsten Freitag um 22 Uhr was? Unbedingt. Um 22 Uhr Kölner Treff. Und in der Woche darauf bist du dann wahrscheinlich wieder beim Morgenmagazin, oder? Dann ist das ZDF dran. Ach, dann habe ich nochmal Kölner Treff. Und dann kommt wieder das Morgenmagazin. Mein Gott. Und wer weiß, was noch alles so ansteht. Man muss, ehrlich gesagt, bin ich so ein bisschen Moderatorin in Bereitschaft. Ich komme mir vor, als ob ich so irgendwie so ein kleines Blaulicht auf dem Kopf hätte. Weil je nachdem muss man ja mal gucken, wo kann man noch helfen, den Kollegen und in der Redaktion. Und kannst du das bitte machen? Ich möchte, dass du dir wie in die nackte Kanone so ein Blaulicht auf den Kopf stellst. Ich liebe die nackte Kanone. Ja, wer nicht? Großartig. Ja. Susan, ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen herzlichen Dank. Grüß deine ganze Familie und den Hund natürlich. Streichen wir schnell von mir. Und dann alles Gute für den Kölner Treff und bleib gesund natürlich. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Dann hocke ich ja vielleicht wieder bei dir irgendwo auf dem Stuhl. Na, ich hoffe. Aber viel Spaß weiter. Ich mag deine Show sehr. Dankeschön, das freut mich. Mach's gut. Dann. Ciao, Susan. Ciao. Schönen Abend. Ciao. So, das war Susan Link. Morgen habe ich natürlich auch wieder Gäste. Und zwar um 19 Uhr geht es wieder los. Und dann kommen, ich habe jetzt gerade noch eine Bestätigung bekommen, freue mich tierisch, weil ich die Jungs von der Kölschbar hier in Köln eingeladen habe. Weil ich wollte mal hören, wie das gerade so ist für Gastronomen eigentlich. Und das ist eine meiner Lieblingskneipen in Köln. Und die haben mir gerade zugesagt. Und zumindest einer von den beiden wird morgen auf jeden Fall hier in der Show sein. Und Simon Pierce kommt morgen in die Show rein. Ein sensationeller Komiker aus Bayern, der viele von euch kennen vielleicht aus zahlreichen Impro-Shows. Ich glaube, Hotel Schmitz hat er jetzt gerade wieder mitgemacht. Auch der ist morgen da und wird uns vielleicht auch ein bisschen über die Lage in Bayern erzählen. So, und eine kleine Änderung gibt es übrigens noch ab nächster Woche, damit ich auch mal wieder zu was anderem komme. Machen wir 3 Shows, Montag, Mittwoch und Freitag. Wieder um 19 Uhr hier bei Instagram. Am Mittwoch kommt Bastian Bielendorfer und am Freitag kommt Mia Regensburg. Es wird also großartig. Ich freue mich sehr drauf, wenn ihr mir schreibt, wie ihr möchtet, dass es mit der Stay the Fuck Home Show weitergeht. Würde mich sehr interessieren, was ist für euch der liebste Rhythmus? 3-mal die Woche, 5-mal die Woche, 7-mal die Woche? Nein, machen wir nicht mehr. Wollt ihr es bei YouTube sehen? Wollt ihr es nicht bei YouTube sehen? Schreibt mir doch einfach mal info@markusbart.de oder auf meiner Facebook-Seite. Freue ich mich sehr drauf. Ansonsten haben wir noch was Wichtiges. Hier schreibt jemand, was, das waren schon 30 Minuten? Mein Freund, das waren 33 Minuten. Und deswegen hören wir jetzt auch auf. Toll, dass ihr dabei wart. Bis morgen, 19 Uhr mit Simon Pierce. Ciao, macht's gut.